Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt endlich am Airfield. Es hat gut, ja, wie viel hat es denn gedauert? Gut 1,5 Stunden haben wir jetzt gebraucht, bis wir hier Was? hinkommen. So lange schon? Ja, wir sind gut 1,5 Stunden hier hingelaufen. Die Hitman ist ja wieder Ja. auch dabei. Ja, wir haben den Team auf dem Weg verloren. Der hat gebuggt, hat sich das Bein gebrochen und wir hatten nichts zum Heilen, deswegen musste ich ihn leider töten. Genau. Wir konnten ihn ja nicht hierher kriechen lassen, das hätte jetzt nicht so sehr viel Ja. gebracht. Wir haben jetzt ein bisschen Ausrüstung. Ich habe immer noch keine Munition für die M4, aber vielleicht finden wir ja hier was. Hatten ein paar Fights mit Zombies und ansonsten ist eigentlich auch nicht viel passiert. Ja, wir haben ein bisschen über die Landschaft geredet, über die schönen Texturen und alles. Und jetzt probieren wir natürlich uns irgendwie da ins Und Airfield Reckon, einzufressen. kommst du mal ganz kurz auf diesen Fleck hier, nee, hier ist dieser wunderbare helle Fleck. Ja, wo wir so Denn dann gesehen habe ich werden. was für dich, was du wahrscheinlich gebrauchen könntest. Jetzt kommt's. Hirnschellen, für den Fall, dass wir auf irgendetwas treffen, was wir nicht töten wollen. Oder Ach, wenn falls ihr so das ein Typ macht. rumsteht, dann können wir den ja. Genau, wenn da so ein Typ Den rumsteht, dann. können wir handcuffen, ja, das können wir machen. Den bedrohe ich dann mit meiner Pistole, meiner Waffe habe ich ja Munition. Und mit Und seinem wenn er geilen den Zeit. Bajonett. Was? Mit seinem geilen Bajonett. Was mit meinem Bajonett? Naja, da kannst du mit Auge drohen hier so der Digga, gib Geld her. Ich mach das mit meiner geilen Axt, die ich jetzt nicht zücken kann. Okay, gut, dann komm, lass mal losmachen. Übrigens, wer hat eigentlich meine Axt genommen? Ich nicht, ich hab meine. Die hat Hast du die dein. Axt? Die ist irgendwie weggebackt, Timo, mit deiner Leiche. So, Dragon, hier sind sie. Da liegen sie, genau vor mir. Komm Was her. denn? Hier liegen die Handcuffs. Ich hab doch schon eine. Hast du was? Nee, lol, die ist weggepackt wieder. Ich hab die eigentlich ins Inventar gezogen. Ah, jetzt, okay, Egal. gut, dann komm. So, Schlüssel habe ich auch dabei, falls wir die brauchen. So, jetzt Okay. schleichen wir uns ran. Gut. Ich werde mal so Abstand mindestens 10 Meter machen. Jetzt seht ihr hier taktisches Gameplay. Ich würde allerdings erstmal spotten. Wir werden uns mal Machen wir versetzt auch gleich. Ich anschleichen. hab. Also ich sehe jetzt nichts. Ich versuche gleich jetzt mal von Tanne zu Tanne. Versuch mal das ACOG ein bisschen zu gucken. Akog. Ich nenne es ACOG. Ja, Eigentlich heißt damit es sehe ja ich weniger als ACOG. mit dem Video, was ich jetzt habe. Was ich jetzt drauf habe. Okay, gut. Lass mich mal erst reingehen, weil du hast die Waffe, ich habe nur eine Axt. So, kommst mal her. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier, stehe hier neben der Tanne. Okay, ich gehe in die Mauer. Ich bin jetzt an der Mauer. Ach, da hinten bist du. Warte auf mich. Bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Geh in die Tanne da vorne. So, du bist jetzt hier, ne? Ich komme jetzt auf dich zu. Ich bin jetzt hinter dir. Dreh mal um. Ja, So. sehe ich. Dann Gut. lass mal. Warte, lass mich jetzt erst rein. Ja, geh du. Guck du erst mal in die Ecke. Okay, warte, wir mal, nutzen jetzt mal unsere Third-Person-Sicht. Die es ja gibt. Ja, ich sehe nichts. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir Dann uns kannst darüber hinter anschleichen. der Ecke, hinter der Ding ist auch nichts. So, Nee. dann würde ich mal sagen, komm, wir schleichen jetzt mal ein bisschen. Ja, mit den Lexo. Hier ist ja am Boden perfekt. Und da können Dann wir. gucken Ja, wir dann lass mal aber was. erstmal. Ich glaube, hier ist ja nur noch eine Guck erst Kasse. um alle Ecken. Oh Junge, das ist echt. So, hier ist nichts, Ich hab oder? gerade auch ein bisschen Schiss. Nee, aber hier ist eine Kaserne, hier ist eine Baracke. Geh Ja, jetzt ich habe erstmal jetzt rein mal und wir so gucken. in alles so einen Blick reingeworfen durch die Fenster. Komm her. Okay. Da liegt was. Brauchen wir ein IV-Starter-Kit? Ja, Hey, kannst hier ist ein mitnehmen. Magazin. Ja, hier ist ein Magazin, haben wir eins gefunden. 10 Schuss. Ja, ey, das ist meins. Ich brauche auch noch Muni. Ja, warte mal, liegt hier noch, glaube ich. Zweites Zimmer, glaube ich. Hier liegt noch eine M4. Die nützt mir nichts. Ich Könnte ich probiere mir jetzt die was Muni. mitnehmen? Ich mein, jetzt gib mal bitte die Muni. Die liegt noch auf dem einen Zelt da. Ah, Ja, nee, die doch hast du nicht hier. weggenommen. Hier auf dem Boden, liegt auf dem Boden hier. Genau in dem Raum. Ich hab's ja. Könnt ihr Guck mal, mir. ob du bei der M4 von dir Teile auswechseln kannst. Ja, kann ich. Könnt ihr mir Ob jetzt du eigentlich bessere sagen? Teile hast. Ich brauche auf jeden Fall. Oh, was liegt hier denn noch schon schönes? Ein Rucksack. Hier liegt noch eine Pistole drin, ne? In dem anderen Rucksack, den Brown ihr hier liegt. Hunter Pants. Perfekt, die kann ich benutzen. Ey, hier liegt noch eine Pistole drin, ne? Die kannst du mitnehmen, um Leute zu bedrohen. Das Ja, sieht nee, man ich ja in werde dem erstmal, warte Magazin ja mal, nicht. was ich jetzt erstmal machen muss, deck mal so lange die Tür. Ich werde jetzt mal meine Hose auswechseln. Oh, Oh, Reckon macht sich echt? nackig. Deck so lange mal die Tür, weil es könnte jederzeit einer reinkommen. Dabei. Jeder will dich ohne Hose sehen. Really, jetzt habe ich. Ach, nicht euer Ernst. Das ist jetzt mies. Jetzt habe ich mein T-Shirt extra Was ist weggedroppt und das? dann war das eine Hose, die ich schon hatte. Ah, okay. Ja, Was ist jetzt ohne überlebst Hose? über. In die Ja. Pistole, mein, die drin ist. Wo ist deine Pistole? Die ist in dem Rucksack, der da liegt.
Lol. Gehst du immer noch da oder was? Nee, oder? Doch, ich gehe immer noch. Ach so, weil du stehst bei mir. Okay, gut, dann lass es weitermachen. Hast du? Ja, dann. Hast du die Pistole auch genommen? Hab sie genommen, ja. Bei mir stehst du immer noch in der Ecke von dem hier. So, ich muss mich nochmal ausloggen, ich muss mich nochmal ausloggen. Ich hasse es, wenn du mit deinem Internet. Jetzt hängen wir hier und. Junge! Ja, jetzt hängen wir hier fest und ich bin jetzt gerade alleine. Komplett ungeschützt. Weißt du, ne? Ich weiß, was hilft, wenn jemand kommt. Hände hoch und rufen, bitte Mami, hilf mir, ich will nicht getötet werden, dann überlebst du. Ja. Ich hab grad wie in Planet-Zeit. Jeder, Mami, da ist ein Panzer, bitte nicht. Oh Gott, ich komm in der Stimme gar nicht hoch. Wo bist denn du jetzt? Ich hab mich in einem Baum versteckt. Na gut, okay. Ich bin wieder da, Becken. Ich komme jetzt, aus der Barke raus. Okay, Leute. Dann arbeiten wir uns jetzt hier mal ein bisschen vor. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in das Waldstück. Ich benutze das Echo. Warte, da in dieses Häuschen kommen wir noch. Welches Haus? Dieses hier. Tolle Angaben, Becken. Tolle Angaben. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Wenn du dich nicht ausgeloggt hättest, wärst du bei mir geblieben. Ich habe jetzt gerade weggesollt, deswegen muss ich das jetzt mal kurz unterbrechen. Bis gleich. Dann hoffe ich mal, dass jetzt was kommt. Also Leute, bis jetzt noch keinen Feindkontakt gehabt. Hitman guckt gerade die Angas durch. Ich schleiche mich von hinten an. Und Timo. Jetzt recht, genau, Timo hängt da irgendwo mit gebrochenen Beinen woanders ab. Ja, und zu den Typen, die gesagt haben, man kann sich in dem Spiel nicht die Beine brechen. Timo ist der lebende Beweis. Oder dann auch bald der Tote. Der hat sich zweimal die Beine gebrochen. Ja, denn er ist suizidgefährdet und will sich jetzt schon wieder umbringen. Ich will sterben. Ich so hör dir doch schon. Ja, ne? Gut, okay, gut. Dann müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Wir machen gerade komplett überhastet das Vorgehen. Ist doch nicht auch scheißegal, weil wir haben. Läuft ein Typ! Ja! Timo, oh! Ja, was? Timo, was? Da läuft ein Typ! Komm her! Jetzt musst du reinschreien, please kill me, please! Ich hab da schon auch ein paar Typen. Ich hab noch ein Magazin gefunden! Sehr gut. Ich guck jetzt mal in die Fire Station rein. Voll ist sogar noch, ne? 30 Schuss, danke. War. Es ist total rein. Oh, ein Zombie, yeah! Das kann ja nur noch besser werden. Das kann ja nur noch besser. Ja, das Coole ist, er hat sich ja beim Aufheben von Dingen die Beine gebrochen. Da kommen noch drei Hangars und ich habe schon so viel Zeug gefunden. Ja, komm, hier, du siehst mich doch, Zombie. Ja, du willst es, ja. Ja, komm her, komm. Du willst es doch. Ja. Timo, das ist kein Sexsklave, das ist ein Zombie. Oh, wie er mich antwortet. Ich habe ein Pistol-Magazin gefunden. Ich habe ein Red Dot gefunden. Oh, renn nicht weg, Zombie, du sollst mich hauen. Und nicht die Luft. Ja, sehr gut. Ich hab ein Red Dot gefunden. Perfekt. Sogar ein sehr heiles, also es ist ein bisschen angekratzt, aber es ist eigentlich ganz funktionsfähig. Ja, es ist immer so, immer wenn ich auf dem Airfield bin, habe ich immer so einen vollen Kackschiss. Ja, ich auch. Ist aber auch ganz selbstverständlich. Jetzt noch so eine schusssichere Weste, falls du willst. So eine, wie ich ist hab. Noch eine? Ja, im Tower hier drin. Wenn die bei mir reinpasst, kann ich sie ja. Ich hab noch ein anderes Visier für dich, für den Fall, dass du das noch brauchst. Ich hab zwei Pistolmagazine gefunden. Ah, das kannst du mitnehmen. Ich hab noch Kugeln, 40 Stück von Timo. Perfekt. Hat mir seine Leiche gegeben, sozusagen. Okay, gut. Warte, ich versuche mal, das Ding mitzunehmen. Hier ist noch ein Polster. Hast du eine Weste? Was? Ja, hab ich. Na ja, gut, da brauchst du noch was dran. Okay, komme ich nicht dran. Das ist irgendwie. Oh, noch besser. Ein komplett heiles Red Dot. Noch geiler. Okay, die Weste habe ich schon mitgenommen. Die nimmt sogar nur 6 Platz weg. Und gleich Anna hast du nicht mal auf der Hand. You are dead. Das ist die beste Nachricht für heute. Ey, ist die Pristine? Die Weste? Ja. Badly damaged. Ja, kannst wegschmeißen, dann nehme ich die nicht, dann hält die auch nichts mehr ab. Ich muss übrigens in 15 Minuten weg. Du? Ja. Praktischerweise, ne? Ja, kein Problem. Ja, wir werden auf jeden Fall um dich trauern. Ja. Boah, sind wir Ärsche. Ich lache hier voll. Wenn wir eine Schweigeminute für dich einlegen. Okay, gut, bis jetzt haben wir noch keinen Spielerkontakt gehabt, das ist ganz gut. Ich gehe jetzt mal in den Tower rüber. Mann, habe ich einen geilen Arsch. Timo, bist du immer noch eine Frau? Warum hast du dich nicht geändert, nachdem du gestorben bist? Also ich wundere mich, weil... Warte mal, das ist ein Zombie, ne? Du rennst gerade in den Tower.
Ja. Da liegt eine M16 oder sowas. Oder eine M4 meine ich. Lol. Weil ich finde da einen Haufen von Waffen und was hab ich? Ja, ne, du wirst auch schon noch deine Waffen bekommen. Ja, vielleicht finden wir noch natürlich. Gucken wir einfach mal, das was noch ein 20 Schuss Magazin weg können. Sehr gut. Krieg ich dann auch noch ein Magazin? Nee, was, wo nimmst du denn hin? Du und ein Magazin von Kai kriegen? Jo, ich bin aus dem Ding aus dem Hangar gebackt. Lol. Ja, das, ich bin auch schon aus dem Powerzone rausgebackt. Ich hab noch genau eine Büchse hier, Tuna. Nimm mit. Und, ja, hab ich. Ein Backpack. Noch ein so, hast du dann alles, oder? Ich bin mit den Hangars durch. Ich bin hier auch durch. Fire Station und... ich glaube, hier ist noch ein Magazin. Ne, hier ist ein Schalldämpfer. Krieg ich den? Dann kriegst du ein Magazin. Ne, ich bin so froh. Ich habe schon immer einen Schalldämpfer gesucht. Ja, die haben, machen sowieso, glaube ich, noch nichts. Ja, ich glaube, die machen das leiser. Naja, auf jeden Fall sieht das geil aus. Ich werde gerade die ganze Zeit angeschrieben. Das werdet ihr wahrscheinlich auch hören, Leute. Das tut mir leid. Guck mal her. Ganz sozial. Bleib im Tower, bleib im Tower. Ich bin tot. Geh doch weg, du Sau! Friendly, I'm friendly. Please don't kill me, I'm friendly. Bist du tot? Nö, ich lebe noch. Bin ich tot, ja. Ausgelockt! Now you're going to die.